Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source, the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. The person I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They were using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Was für eine epische Einladung. Einleitung, Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Resident Evil 5 Folge. Diesmal auch wieder mit Melanie als Sheva. Hi! Ich wollte schon wieder sagen, sag Hallo Melanie. Ich hätte auch Hallo Melanie wieder gesagt. Ja. Ich hatte Gänsehaut, oder? Ja, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper gerade. Also mit dem Kampf gegen den Wesker, das war ja, also fand ich wirklich episch und hatte ich total aus dem Kopf wieder. Also habe ich mich gar nicht mehr daran erinnern können, aber jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Oh, da blinkt was. Ich bin schneller. Nein, ich habe die Tafel. Ja, und das dann auch mit der Jill, die dann da runtergefallen ist, also war schon krass. Ja, wir sind natürlich jetzt hier mit diesem schönen Boot. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Hoverboot? Hovercraft? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind mit diesem schönen Boot, sind wir jetzt vom Hafen hier rüber gefahren. Wir hatten in der letzten Folge ja den Boss Ndesu besiegt. Den großen, dicken. Und sind jetzt im Marschland gelandet. Und jetzt müssen wir hier durchmarschieren im Marschland.
Ja, let's go. Let's go, ja. Oh. Aber ein Hovercraft ist es, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es auch jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie der Teil heißt, aber schreibt es doch bitte in die Kommentare, wie man das nennt. Das wäre super, weil ja. Ich weiß absolut jetzt nicht. Bitte, wir haben eine Bildungslücke. Bildungsdefizit. Ja, so, wie kommen wir jetzt hier rein, weil hier geht's ja nicht weiter. Ja, und untersuchen. Ich weiß, es ist fest verschlossen. Ich glaube nicht, dass wir es öffnen können, okay? Nee. Also ich habe ja gerade hier von diesem Ding hier dieses... Ja, das habe ich von der anderen Seite genommen. Genau, und wenn wir jetzt auf die Karte gucken, müssen wir ja quasi jetzt wieder zu diesem Boot drauf. Jo. Ich fahre. Ja, bitte. Mit mir als Schütze wollte ich schon sagen, ja, da auch nicht. Kommen wir niemals an. Mhm. Ich habe keine gute Orientierung. Ja. So, aus der Erinnerung weiß ich, dass hier irgendwo so in der Mitte noch eine Waffe ist. Oh ja, bitte, lass uns die mitnehmen. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Dass du das alles noch weißt. Ich. Ja, also auf diesem Schiffswrack müsste das quasi sein. Da in dem Koffer jetzt? Ja! Warum ist das denn so schräg? Du kannst ich kann da oben. Nicht fahren. Oh, da ist ein Raketenwerfer. Der ist für mich. Ja, was? Oh, hier im Wasser liegt, müsste auch noch was liegen. Oh, ein brauner Käfer. Das wusste ich auch noch. Hm. Du kennst ja auch noch jeden Weg bei Super Mario. Nein. Island oder wie es da heißt. Nein. Doch. kann ich dir eben Pistolenmunition geben? Die brauchst du doch bestimmt, oder? Ja. Kann ich dir noch mehr geben? Gib mir alles, was du hast. Ja, mache ich doch gerade. So, bitteschön. Danke. So. Brauchst du auch Gewehrmunition? Gewehr, da du kein Gewehr hast, brauche ich Gewehrmunition, ja. Ja, dann komm her, wenn du weit weg bist, kann ich nichts geben. Komm du hast den gleichen Weg. Nee, ich bin schon im Menü. Ja. Nee, das nimmt er da nicht an. Nee, das kann ich dir gar nicht geben, Moment. Ah, weil ich voll bin. Ach, dann, du sollst doch nicht trinken. Ja, ich gebe dir einmal Schrotzenmunition. Ja, bitte, davon kann ich nicht genug haben. Ja, so. Gut, dann los. So, ich meine, konnte man von hier nicht schon ein blaues Emblem? Ach, puh, ich könnte in mein schlaues Buch gucken, denn ich komme noch aus einer Zeit, wo man früher Bücher gekauft hat mit Walkthroughs und diesen Sachen, wo man Embleme findet und solchen Kram. Das wäre eine super Idee. Wenn du das Buch nicht auch schon hättest, ne? Ich habe das doch schon vor mir liegen. Nee, was für eine tolle Überleitung. Ja, definitiv. Ja, also wir müssen definitiv erstmal jetzt hier vorne hin. Das Marshland war wirklich das aufwendigste Kapitel in meinen Augen. Also für mein Empfinden. Ja, auch das langwierigste quasi. Mit den ganzen To-Dos, die man so hat. Oh! Ja. Die Karte zur Tafel habe ich gekriegt. Sehr gut. Also ich habe jetzt hier schon ein Fragment und das würde ich jetzt einsetzen. Genau, jetzt fehlen quasi noch drei. Allerdings gab es hier nicht noch was zu looten? Nee. Doch, ich habe ja hier die Karte gelootet. Ja, okay. Ja, dann sind wir ja hier schon fertig und können quasi wieder zurück. Ich mach mal den Turbo.
Ja, bitte. Und jetzt drifte mal. Ich bleib stehen, ne? Ich fall nicht runter, egal wie schwer die Kurve ist. Ah, da kommen noch ganz fiese Passagen. Langsam dämmert es. Ja. So, ich stelle dir jetzt eine Frage. Wer, Sheva, quatscht da rein? Ja, dann Chris! Chris! Wie bist du denn zu Resident Evil gekommen? Wir kennen uns ja schon ein paar Tage und es wird mich brennend interessieren. Ich habe nie nachgefragt. Das tue ich jetzt hiermit. Okay. Wie deine Liebe zu Resident Evil entstanden ist. Ja. Ich antworte sofort. Bedenke bitte, im Wasser ist die ein Krokodil. Ja. Der Krokodilis. Was ist die Mehrzahl von Krokodile? Krokodilis. Ja. Geh du doch zuerst rein. Ich warte so lange. Natürlich. Immer schön rennen. Oh, da ist schon eins hinter dir her. Nam, 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 nam. Zwei sogar. Drei. Da, nimm Schnappi. Wieso werd ich gefressen? Weil du süßer bist? Ja, danke. Weißt du, du warst die ganze Zeit da vorne vor und mich schnapptest. So, ich bleib jetzt an deinem Popo kleben. Jo. Siehst du? Da. Schön ausweichen. Ja, Schnappi. Komm, drück, lach nicht. Das ist aber auch gemein. Schön okay. Ausweichen, Schnapp. Ja, der war... Epische Fehl! Oh, ja, ich kann vor lauter Lachen nicht ausweichen. Oh Gott. Oh. Chris! Da war ein Rubin, den wollte ich aufheben. Du Blutgeier. So, jetzt schaffen wir das. Das Vieh ist aber auch echt mal so, jetzt schieße ich das Ding aber ab. Ja, bück dich einfach nicht. So, jetzt gehe ich links herum. Ja, ich auch. Ich bin hinter dir. Jetzt bück dich nicht und lauf durch. Oh, vielleicht doch nicht. Jetzt. Nein! Oh Gott, ich hab's geschafft! Ja, dann kletter hoch. Kletter hoch, kletter, kletter! Ach, Gott sei Dank. So. Oh. Ja, du wolltest ja wissen, wie ich zu Resident Evil gekommen bin. Ich kann es dir wirklich sagen. Irgendwann habe ich das Spiel mal gespielt. Teil 1 oder 2, ich weiß es gar nicht. Den Teil, den man mit Leon spielt. Das ist doch Teil 4. Nee, nicht Teil 4. Mit Leon spielt? Ja, und noch jemanden. Ich überlege jetzt gerade ernsthaft, weil ich kenne nur Teil 4. Ich glaube Teil 2. Teil 2? Ich meine Teil 2. Ich habe mit 4 angefangen. Ja, ja, ich habe mit 2 gar damals wirklich angefangen. Und ich war fasziniert. Ja, ich lausche. Ja, so viel zum Thema, wir bleiben zusammen. Ach so, ja, ich dachte, das wäre nur so Floskel. Nee, nee. Ich wollte auch mal schneller looten. Come on. Ja, ja, oh. Bleib mal leger. Nee, ich wollte nachladen. Okay. Hast du noch Schrotzenmunition? Nee.
Die hab ich dir doch alle gegeben. Ja, das waren doch nur zwei. Ja, du hast doch eine Pistole. Ja. Ein Maschinengewehr hättest du auch noch haben können. Nee, ja, auf jeden Fall. Ich habe Teil 2, glaube ich, war das, den ich gespielt hatte. Und von dem war ich so begeistert, dass ich da hängen geblieben bin. Und dann habe ich auch, wie du, Resident Evil 4 und da habe ich kleben geblieben. Teil 4 ist für mich der beste. Ja, ich kann von hier die Krokodile hören, dass die schon Magenknurren haben. Das Doofe ist, ja, aber du musst jetzt auch wieder zurück. Ja. Hoffentlich hat er zwischengespeichert. So. Da ist es schon. Ja, lauf weg. Ich bin ins Maul gesprungen. Was meinst du, wie viele Tode verbuchen wir, bis wir wieder zur anderen Seite kommen? Naja, aktuell sind wir ja jetzt wieder auf der anderen Seite. Oh nein, müssen wir jetzt alles nochmal machen? Ich denke. Oh ja, dürfen wir. Oder möchtest du hier bleiben, weil es ist ja nur das Emblem da zu holen. Ja, dann mach mal alleine. Dann ist die Sterberate geringer. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ihr könnt ja vorspulen. Nichts da vorspulen. Ja, aber in der heutigen Zeit ist das ja tatsächlich, dass wenn man gelangweilt ist, dann vorspult. Natürlich sind deine Videos nicht langweilig. Ich finde die wunderbar. So. Du machst das hervorragend, Chris. Du brauchst mich gar nicht. Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Ach, das hast du gehört? Ja, klar. Ich hab dem einen sogar vor Schreck in den Sack geschossen. Ja, motivieren kann ich, ne? Ja. Nicht nur das. Hast du gerade einen Fisch getötet? Nein. Nee, der ist hochgesprungen bei mir. Das sah aus, als wenn der aus der Ferne getötet worden wäre. Das wirft die Frage auf, warum die Krokodile uns haben wollen, wenn doch Fische da drin sind. Weil wir größere Beute sind. Mhm. Weil von so einem Kleid ist so ein Fisch ist für ein Krokodil wie so eine Pistazie. So ein Häppchen. Ja. Ein kleiner Snack. Fast Food. Oh, ich habe gesehen, du bist runtergesprungen. So, ich komme weg da. Hervorragend! Ich habe auf das Krokodil geschossen. Sehr gut. So, schnell weg hier. Ja. Dieses Kapitel ist mit Sterberate enorm. 4 Stück, ne? Mhm. So. Und weiter geht's. Da-da-da-da. Ja, aber Sterben im Spiel gehört doch dazu, ne? Also... ist jetzt kein zwingendes Kriterium, ne? Nein, natürlich nicht. Ja, aber so. Es ist einfach so, dass es dazugehört. Come on! Ja. Okay. Bleib doch mal leger. Come on! Wait! Wait! Wie sagst du wait? Kreis und dann runterdrücken. Der kriegt die Karte eingeblendet. Come on! Chris! Okay! Nein. Ja, weiter. Also ich würde sagen, hier machen wir jetzt auch wieder so einen kleinen Cut.
Oh. Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen. Ja, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten wird. Okay. Und wir haben jetzt gerade schon gegen die Krokodile erfolgreich gestorben. Und ich finde, wir sollten das jetzt beenden, begraben und einfach zur nächsten Folge übergehen. Ja, wir sprechen nicht mehr drüber. Worüber? Weiß ich nicht. Sehr gut, wunderbar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge auch wieder hören, sehen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Winke, winke.